Hat einer wirklich angefangen, hier einen Tunnel zu graben? Ich glaub's nicht. Gut, morgen, schätze ich mal, kommen die Wachen dann auch mit Elektroschocker zur Arbeit. Wir haben viele, die jetzt unzugewiesen sind. Ich könnte noch ein paar Patrouillen zuweisen. Oha! Könnte ich wirklich mal. So. Komm. Machen wir noch einen so. Der hier wird erweitert. Und noch einen so. Dann stromern die da komplett einmal durch die Gänge. Ich glaube, das ist besser. So, ein Scheiß. Hauen die sich direkt auf die Fresse? Ich glaube, das kann ich. So schön geplant, so schön überlegt, der ganze Kack. So bedacht vorgegangen. Das könnte auch mal demontiert werden, ne? Da ist nichts mehr, was ist... was die haben nicht ehrlich da gestanden, oder? Meine Ü... demontiert. So. Da oben ist noch eins. Warum geht der weg? Ach so, der kriegt besucht. Besuch. Okay. Es sei ihm gestattet. Oh. Der Bewährungsdirektor wurde auch erstmal verprügelt. Läuft ja gut im Moment. Muss ich sagen. Und der ist hier stark verletzt und liegt einfach in der Gegend rum. Ist ein Traum, muss ich sagen. Warum stehen die jetzt in der Ecke da und gehen nicht duschen vernünftig? Kommen die da nicht rein? Doch, geht doch. Oh, Angriff auf einen Polizisten. Angriff auf eine Wache. Was ist denn los? Mann. Das geht mir gerade tierisch auf den Sack. Ah. Entschuldigung. Das nervt mich aber. Scheiße. Ich baue hier schon mal die Zelttür ein. Habe ich das wenigstens erledigt? Vor allem sage ich mir gerade die ganze Zeit, ich habe keinen Bock mehr, die Scheiße. Die regen mich auf, die Typen. Nur am Ausrasten. Wie die Kinder am Bahnhof. Die sich da morgens um 9 besaufen. Als neues Hobby oder so. Das geht mir auf den Nerv. Nur aggressiv, die Leute. Nur aggressiv. Oh, nee, ja, eine Folge noch. Diese Folge quasi. Also die jetzt theoretisch laut Folgenplan ungefähr gerade läuft. Die läuft jetzt noch. Die mache ich jetzt noch. Die nehme ich noch auf und dann mache ich wieder ein Päuschen. Vielleicht sind wir ja dann schon auf den 700.000. Ich warte mal ab, wie das aussieht, wenn wir hier die ganzen Zellen fertig eingerichtet haben. Quasi jetzt fehlen nur noch ein paar Türchen. Dann sind die Zellen eingerichtet. Und dann haben wir mal entspannt 70 Plätze mehr oder so für Gefangene. Ein Traum, ein Traum. Aber wir brauchen wirklich mehr Wachen, glaube ich. Also wir müssen wesentlich mehr Wachen haben. Ein paar Patrouillen mehr zuweisen und so. Wäre schon ganz sinnvoll. Wie sieht's aus? Wenn die Türen drin sind, wie versprochen, dann schaue ich nach. Dann geht's rund. Und dann geht's ab. Aber die Herren Bauarbeiter kommen gerade nicht. Lalalalalalalala. Nee, das gefällt mir nicht. Also dieses Konstrukt hier gefällt mir nicht. Ich hätte diesen Anhörungskomplex hier, den hätte ich lieber hier irgendwo. Hier könnte man den eventuell bauen. Wie groß müssen die Räume sein? Der arme Mann liegt da immer noch. Der Verletzte. 7x7. Okay, schauen wir mal. 7x7. 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 Und... ah, Schwein gehabt. 4 Stück können wir. Und wir haben da 6. Sehr gut. Oder auch nicht. Blöd. Dumm gelaufen. Machen wir einfach nochmal 4 Stück da dran. Erhöhen wir nochmal die Kapazität. Das Schöne ist an dem Ding, das kostet uns ja nichts. Das ist ja völlig egal. Das ist ja für uns völlig kostenlos. Wir brauchen nur die Einrichtung stellen. Wie machen wir das? Ich möchte, glaube ich, das möglichst sicher haben. Das heißt, ich ziehe hier einen Zaun hin. Und da.
Und hier ziehen wir auch einen Zaun hin. Dann reiße ich den ab und dann können wir das Fundament da setzen. So machen wir das. Zellen sind fertig. Traumhaft. Und? Oh, echt? Oh, ja gut. Wir wären aber auf den 700.000, ne? Der Tod. Der Tod, der uns da, das Malheur, ne? Das Malheur, was uns da passiert ist, das Kleine. Klingt jetzt auch so, als wären wir so ein kleines Kind, was versehentlich in die Hose gemacht hat. Weil es so aufgeregt war oder so. Ja, das Malheur, was uns da passiert ist mit der einen Leiche, das versaut uns jetzt gerade echt die Statistik, ne? Ja. Scheiße. Mist. Hätte er nicht woanders sterben können. Die Sau. Naja. Okay, einiges müssen wir vorbereiten und dann können wir hier das abreißen. Müssen wir komplett planieren. Muss mal überlegen, wie ich das genau organisiere. Ich glaube, ich werde auch einfach nur Löcher lassen und dann ein paar Wachen da patrouillieren lassen. Regelmäßig. Ja, und dann kommt das Ding einfach weg. Und dann schauen wir mal, ob wir die Werkstatt so nach und nach umziehen können irgendwie. So, haben wir's? Haben wir's. Fundament, Beton. Dahin. Benötigt Eingang. Jawohl, das ist mir bewusst. So und so. Eigentlich kann da keiner abhauen, ne? Nee, weißt du was? Die Tür kommt weg. Wir machen nur da eine Tür. Ja, passt. Ist sogar weg von den Lieferungen. Ist super. Jo. Dann gleich die Wände noch reinziehen, dann ist das okay. Wir haben schon wieder echt viel Geld gemacht. Gestern die Exporte waren okay. Wirklich gut. Es lohnt. Das Gefängnis. Ich glaube, ich werde bald auch ein Gefängnis gründen. Ich biete dem Staat dann an, weiß ich nicht. Im Keller, da haben wir so einen kleinen Raum. Mache ich eine Tür rein. Und dann darf der da rein. Ab und zu darf der dann, für eine Stunde am Tag darf der dann Xbox spielen. Derjenige. Und da kriege ich 300 Euro pro Tag. Das wär's. Und meine Fresse, sind die Klassenräume versifft? Das kann doch gar nicht angehen. Ich glaube, die Putzheinis, die kommen überhaupt nicht mehr hinterher. Das kann ja gar nicht sein. Haben wir nicht... Wir hatten doch... Moment, ist das bei... Logistik, ne? Ja, wir haben doch Jobs zugewiesen. Ich glaube, wir müssen das mal irgendwie ändern hier. Da müssen andere Sachen rein und wir brauchen eine riesige Wäscherei und... Oder drei Wäschereien oder so. Vielleicht können wir die ja hier dann unten hinsetzen. Oder wenn wir die Werkstatt dahin versetzen, kommt die Wäscherei hier hin oder so. Ich weiß es nicht, aber irgendwas müssen wir machen. Das geht so nicht. Nein, nein. Kabel. Hallo? Da, da ist es wieder. Das Mäuslein. So. Weg damit. So. Stromkabel. Und dann kommen da Betonmauern rein. 1, 2, 1, 2, 1, 2. So, 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 so. Dann können die Leutchen hier bauen, unsere fleißigen Bienen. Und vielleicht schaffen wir es dann, dass keiner von den Herrschaften verprügelt wird. Okay. Ich werde mal erstmal Anhörungsraum. Wo hatten wir den? Da. Diese Anhörungsräume löschen. Und dann werde ich hier welche platzieren. Was blinkt denn das die ganze Zeit? Haben wir so viel Geld? Okay. Dieses automatische Speichern, ne? Das sorgt immer für so einen mittleren Herzinfarkt bei mir. Weil ich dann denke, oh nein, da passiert was. Hilfe, alles geht kaputt. So. 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 Und so. Ungefähr so müsste das gehen. So, Einrichtung. Brauchen wir jetzt noch zwei Besuchertische. Oh oh. Also ich sage oh oh, weil die Zeit, die ich habe, um hier aufzunehmen, damit die Folgen halbwegs gleichmäßig kommen. Die ist bald vorbei. 4 Minuten habe ich da noch.
Und dann muss ich langsam zum Ende kommen. Aber egal, die Anhörungsräume sind bald fertig. Fast erledigt. Da müssen nur noch die Tische rein. Lalalala. Und wenn die Herrschaften vom Bauamt das geschafft haben, oh, zwei haben wir schon, ist es eigentlich völlig egal, ne? Weil die Anhörungen sind, ja, bekanntermaßen immer morgens. Ich frage mich, warum ich da gerade ein Problem mit habe. Weg damit. So. So, die Tische sind jetzt auch schon da, alles ist gut. So, Besuchertische. Ach, kann man gar nicht. Okay, dann so. Auch in Ordnung. So, haben wir. Und jetzt als letzte Amtshandlung planieren. Und zwar planieren wir das. Und wir planieren das. Und wir planieren das. So. Ich hoffe, das klappt. So. Dann verschwindet das einfach. Demontieren. Nee, nicht wegwerfen. Demontieren. Das auch demontieren. So. Schön. Vielleicht klappt es noch. Wenn die flotty sind, dann klappt das vielleicht noch. Aber ich glaube, das klappt nicht. Aber wir haben einiges geschafft. Was haben wir geschafft? Wir haben den mittlere Sicherheitsblock hier eingebaut, aufgebaut, gegründet. Ich glaube, da muss ich noch ein bisschen was ändern. Irgendwie die Duschen nicht so, wie ich das mir vorgestellt habe. Egal. Und wir haben hier einen gigantischen Komplex, Erweiterungskomplex gebaut quasi. Wir haben jetzt eine Kapazität von über 300 irgendwie so zusammengefercht. Optimal ist das sicherlich nicht. Aber das wäre dann was für unser zweites Gefängnis, würde ich sagen. Da können wir dann wirklich optimal planen. Da werde ich mir dann auch wirklich einen guten Plan zurechtlegen, wie wir das Anfangsgebiet möglichst perfekt ausnutzen. Sodass wir da kaum Probleme kriegen. Also wir machen einen weiß ich noch nicht. Ich schau mal, wie wir das genau machen. Wir kriegen das schon hin. Wir kriegen das hin. Wir sind super. Wir sind gut. So. Wollte ich nur gesagt haben. Wir sind spitze. Okay. Der Bereich ist planiert. Da könnte jetzt neue Wäscherei und so hin. Vielleicht könnte man hier auch die Putzkammer einfach vergrößern und die Wäscherei einfach nur umziehen lassen. Oder zwei Putzkammern, damit man die Jobs entsprechend aufteilen kann. Wir sind fertig. Super. Geschafft. Und ich habe sogar noch eine Minute. Dann schauen wir doch mal. Wert 710.000. Sehr schön. Wir haben uns in dieser Aufnahmesession, die jetzt eine Stunde und 32 gedauert hat, haben wir uns tatsächlich um sagenhafte, ja, ungefähr 100.000 gesteigert. Finde ich gut. Was den Gefängniswert angeht. Vielleicht schieben wir, ja doch, wir schieben auf jeden Fall noch eine kleine Aufnahme hinterher. Und dann geht es wahrscheinlich ans Ende. Nur muss ich leider überlegen im Moment, beziehungsweise was heißt leider, ich muss überlegen, wie wir weitermachen mit was für Projekten. Im Moment laufen ja noch zwei Projekte, aber ich möchte mir frühzeitig Gedanken machen, welche Projekte so als nächstes kommen. Denn ich fürchte, meine Zeit wird in nächster Zeit ein wenig nachlassen. Deswegen muss ich frühzeitig immer wissen, was möchte ich machen. Und gleichzeitig muss ich frühzeitig einfach aufnehmen, damit immer regelmäßig was kommt. Für die paar Leutchen, die meine ganzen Let's Plays gucken. Okay, jetzt sind wir auch soweit, jetzt haben wir die Folge voll und ich verabschiede mich damit. Bis zum nächsten Mal.